Hallo meine Freunde der Sonne, ich hoffe, es geht euch gut. Wenn nett, dann nett. Ja, heute kommt sowas wie ein Vlog oder ein Style and Talk, weil ich ja so ein bisschen so in diese Richtung jetzt mal gehen möchte. Und zwar werde ich in diesen Videos über mein Leben reden oder was weiß ich oder irgendwelche Themen und mich dabei fertig machen oder sonst was, you know. Und ja. Ich hab mir gerade eine Wig drauf gemacht. Und deswegen habe ich jetzt noch das hier dran. Das muss ich jetzt noch, sagen wir mal, 9 Minuten dran lassen. Und so lange habe ich jetzt meine Augenbrauen gemacht. Und, Alter, warum entzündet sich denn alles in meinem Maul? Ja, auf jeden Fall, ich mache mich jetzt fertig. Und, ja, by the way, folgt ihr mir eigentlich schon auf Insta? Nein. Ich werde jetzt erstmal Lidschatten draufballern. Auf jeden Fall, ich weiß, dass in letzter Zeit echt wenig kam. Und es tut mir auch wirklich leid. Aber ich habe zurzeit sehr viel Stress am Start. Also halt schulisch und wegen noch einer Sache, die ich euch vielleicht irgendwann anders erzählen kann. Ich versuche halt jetzt... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich versuche. Ich will nicht am Ende noch zu viel versprechen fürs Leben oder so. Habe ich auch keinen Bock drauf, ey. Ich weiß nicht, welchen Lidschatten ich heute benutzen soll. Ich mache, glaube ich, einen schlichten. Auf jeden Fall ist November ein beschissener Monat. Also dieses Jahr ist es ein beschissener Monat, weil ich so viel zu tun habe und so viel, also so gestresst war wie noch nie. Und das ist jetzt gerade mal erst die Mitte vom Monat. Und das fuckt halt ein bisschen ab, ne? Aber das gehört halt zum Leben dazu, ne? Ist einfach nur Kacke, was soll ich sagen? Und ich habe auch voll das Problem, da muss ich auch mit euch noch drüber talken, weil ich habe mit ziemlich wenigen eigentlich immer darüber geredet. Und zwar... Es ist bei mir so, dass ich irgendwie manchmal mein Einschlafen nicht unter Kontrolle habe. Also ich bin eine Person, die sehr gerne schläft und sehr gerne auch viel schläft. Also wenn ich einen Mittagsschlaf mache, um 14 Uhr, da kann es sehr gut sein, dass ich erst um 20 Uhr aufwache. Auf jeden Fall war es letztens auch so, ich musste für eine Klausur lernen. Und es war 18 Uhr und ich wollte kurz schlafen, weil ich echt... müde war nach der Schule. Ja, dann dachte ich so, ja, ich stelle mir Wecker für 19 Uhr, bla bla bla. Ja, guess what happened? Ich bin erst um 12:30 Uhr morgens aufgewacht. Ja, sowas ist echt nervig. Also einfach nur beschissen. Weil ich musste noch für diese verkackte Klausur lernen. Und ich bin erst so spät aufgewacht, Mann. Und das hat mich so genervt. Ich habe meinen Wecker einfach nicht gehört und... Also ich schlafe dann auch wie ein Stein und ich kann da nichts für. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich deswegen mal zum Arzt gehen, weil das ist echt nicht cool. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Schilddrüsen-Scheiß. Oh. Dün, 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 dün. Wollen Sie mich heiraten? Das ist die Wig erstmal dran geklebt. Ich muss noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Baby-Hairs oder so machen. Auf jeden Fall sieht das so nicht so aus wie das. Ich sehe aus wie The Ring. Ich zeige euch mal die Wig vom etwas Weiten. Und ja. Aber kann ich meine Ohren so da drüber machen? Ist das möglich? Ja, okay. Ich werde jetzt erstmal diese blöde Perücke fertig machen und ich bin selbst kein Profi darin, deswegen mache ich das jetzt. Nehme ich das nicht auf und dann zeige ich euch einfach, wie ich es am Ende hinbekommen habe und dann schminke ich mich weiter. Okay, ich bin wieder da und das ist ganz okay. Also so sieht die Frise jetzt aus. Ich zeige sie nochmal ganz am Ende. Okay, also. Und zwar, wo bin ich stehen geblieben, Alter? Welche Wimpern soll ich anziehen? Am besten die, gell? Na klar. Zum Thema Wigs. Es gibt so viele Leute, wenn die... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Angenommen, ich trage eine Wig. Das war zum Beispiel auch auf der Glow manchmal so. Ich hatte da ja auch eine Perücke an. Wig gleich Perücke. Und das haben halt manche nicht gesehen, dass das eine Perücke ist.
Und dann haben die halt sowas gesagt wie, oh ja, coole Haare, bla 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 bla. Und ich so, ja danke, das ist aber eine Perücke. Und dann die so, oh echt? Ja. Und ich denke mir so, Bro, it's just a wig. Kann es sein, dass meine Schwester da ist? Das wäre nämlich ziemlich interessant. Weil ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Leute. Reden wir über ein Problem. Fuck net ab. Ist meine Schwester da? Guck doch nach, Stefan. Nein. Ich bin nicht gerade am Schminken. Und da werde ich gewiss nicht nachgucken, ob mein Bruder meinen Palast betreten hat. Okay, ich gucke jetzt nach. Okay, Leute, meine Schwester ist nicht da, aber ich habe mir Trauben geholt. Also, und zwar... Also, das habe ich auch in Instagram angesprochen. Übrigens, wenn ich nicht auf YouTube aktiv bin, dann könnt ihr immer bei Instagram nachgucken. Da habe ich immer, also da bin ich immer am Start in meinen Stories. Also, meine Stories sind irgendwie mein Leben. Also, da gebe ich auch immer Lebenszeichen und so. Auf jeden Fall habe ich das auch in Instagram angesprochen, das Thema. Und zwar, dass ich noch ein anderes Problem habe, neben meinem Schlafkack-Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch viele andere haben. Und zwar... habe ich gemerkt, dass ich irgendwie, dass ich, jetzt sehe ich aus wieder wie ein Mensch. Also, und zwar, dass ich halt mich irgendwie in letzter Zeit nicht mehr dazu motivieren kann, neue Dinge zu lernen oder mich lieber einfach nur mit meiner Leidenschaft, also nur Sachen mit, also ich beschäftige mich lieber nur mit Sachen, in denen ich gut bin, anstatt mich auf neue Dinge einzulassen. Weil ich keinen Bock habe, Sachen neu zu lernen oder so, wisst ihr? Oh, ich muss mir einen Pferdeschwanz machen. Und das habe ich halt besonders auch in der Schule gemerkt, dass ich mich halt lieber zum Beispiel mit meinem Job hier beschäftige. Also Influencer, bla bla bla. Weil es mir einfach Spaß macht. Und es was ist, was ich halt einfach kann. Zum Beispiel schneiden, also Videos schneiden oder sonst irgendwas, ne? Wenn es dann beispielsweise zu Mathe kommt in der Schule, da erkläre ich mich überhaupt nicht dazu bereit, irgendwie was dafür zu tun. Weil wenn ich es nicht kann, dann mache ich es auch nicht. Also mache ich auch nichts dafür. Und das ist eine sehr schlechte Einstellung. Weil so kommt man ja auch nicht weiter im Leben, wenn man sich die ganze Zeit nur mit einer Sache beschäftigt. Auf jeden Fall, was ich daraus gelernt habe, meine Freunde, ist, dass man sich schon mit seiner Leidenschaft beschäftigen sollte, weil es einem Spaß macht, bla bla bla. Aber man könnte sich auch, also man muss im besten Fall sich auch auf neue Dinge einlassen. Vielleicht entdeckt man da ja so eine neue Leidenschaft drin oder so. Oder man probiert es halt zumindest, weil man es zum Beispiel auch in der Schule oder in der Arbeit oder sowas muss teilweise. Und ja, und nicht einfach, nicht, also das Ding ist einfach, man muss sich einfach drauf einlassen. Und gut ist meine Güte. Und wie man so schön sagt, keine Ahnung, wie das Sprichwort heißt, auf jeden Fall, man kann so große Töne, wie man will, spucken und die können noch so plausibler klingen als sonst was, aber es geht halt einfach ums Umsetzen. Und ich bin ehrlich, ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, das Ganze umzusetzen. Und das ist schlecht, aber ich muss das ändern, you know. Ist vor allem auch wichtig in der Schule, gell? Yeah? Und an die es noch nicht wussten, ich mache mein Abitur, also ich gehe in die 12. Klasse. Und jetzt ist es halt besonders wichtig, was für die Schule zu tun. Aber ich habe immer noch nicht den Knall des Lebens gehört, deswegen habe ich auch keinen Stress und das ist schlecht. Das ist das Fazit im Leben, oder? Was soll ich noch dazu sagen? Und da solltet ihr euch auch ein Beispiel dran nehmen, wenn ihr euch genauso fühlt. Bitte fangt an, euch auf neue Sachen einzulassen, weil dann kommt ihr weiter im Leben und das ist schön. Okay, noch ein Problem, was ich habe, aber das ist... Oh, ich habe mein Haargummi... Nein! 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 Ich habe Make-up am Ass und das wird nie wieder rausgehen. Ich wusste, dass ich diese Kacke dreckig machen werde. Oh. Mann, ey! Muss ich immer reinscheißen? Ich wusste ganz genau, dass ich diesen schönen Mantel dreckig machen werde. Oh. Aber egal. Nein, nicht egal, Alter. Der hat Geld gekostet. Und jetzt kommen wir zu diesem anderen Problem, von dem ich gesprochen habe. Und zwar,
Wir haben zurzeit Volleyball in der Schule. Und auf jeden Fall mit langen Nägeln bis zum Sportunterricht wenn du da Noten machst, weil du hast dann, also du wirst erstens deine Nägel zerficken und zweitens bleibt dir nichts anderes übrig, als deine Nägel entweder abzumachen oder ganz kurz zu machen. Und guess what? Ja, Junge, hier, meine Nails sind shorter und ich fühle mich einfach traurig. Aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt, die zu kürzen, weil dann habe ich eine 2 bekommen. Davor habe ich gepritscht wie ein, hier, ne? Uhren? Wie ein Gurkensohn? Ich werde noch Lippenstift drauf machen. Ey, du hältst jetzt die Schnauze. Dit ist dit. Und dann nehme ich noch meinen Lieblings-Lippenstift-Dings. Der ist von Maybelline New York, die Superstay. Und in der Nummer Frosted Morph 58. Ich liebe den so sehr. Also wenn ich begraben werden würde, dann will ich den drauf haben. Und ja. Und ich zeige euch jetzt, was ich anziehen werde. Okay, Leute, ich habe mein Outfit jetzt. Einen Moment. Ich ziehe einfach mein weißes T-Shirt an. Ich habe es hier hinten zugeknotet. Und das ist meine Hose. Und dann ziehe ich dazu Schuhe von New Yorker an. Also so Fake Doc Martens mit einer hohen Sohle. And that's it. Also ich finde, dass mein Gesäß sehr groß aussieht in dieser Hose, aber es ist, so sieht es aus und ich bin sehr zufrieden, auch mit der Wig. Ja, und das war sowas wie ein, ja, Style and Talk, ne? Ah, wo ich überhaupt hingehe, ne? Muss ich auch noch sagen. Muss ich eigentlich nicht, aber ich sag's. Und zwar gehe ich zu einer Stufenfeier, ganz normal, aber ich hatte halt Bock, mich ein bisschen ready zu machen, deswegen hier, yeah, yeah. And yes, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nett, dann nett. Hi, welcome to Chili's.